Geile Meile! Wow, wunderschön. Ich bin so glücklich. Alter, was ist das? Wo sind wir? Bei unserer Stammpizzeria. Ja! What the fuck? Schaut mal, Leute, harte Arbeit. Harte, pieksige Arbeit. Wild. Hallo. Hallo, mein Schatz. Besser denn je, Digga. Besser wird's nicht bei mir. Boah, erstmal. Leute, ihr müsst alle lachen. Was sagst du? Ja, eben, ja. Das ist ja eh so.
fucking morning mit Wife, 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 Wife. Hoppa! Katze chillen. Boah, diese Sound, Digga. Jede zweite eine. Runde ist Trickshot. Ich check immer ja, Trickshots ja. Auch noch nicht ganz, Digga. Was soll ich da machen? Backflip, dann werfen wir. Ja, genau. Kriegst auch eine Kippe. Guten Abend, da geh ich hin. Luzi, komm mit drauf, Alter. Ja, dann siehst du schon. Ja, Eminem, hä? Geile Scheiß. Ich war trotzdem so komplett, ich habe gar nichts gesehen, sondern nur die Wolken, ne? Und nur den Himmel. Schön sieht das auch von hier oben. Wir gehen Hand in Hand, so als wären wir sind im Verband. Besser Hand, kann mich erinnern, ich hab unser Ziffer gekonnt. Und dann kauf ich mir die ganze Bande. Hey, ich rumass auf, halt einfach, weil du ein Schwanz bist. Da was von Chip ist aus Frankfurt. Wir sind nur Caps, so wie Ami. Einzig, da das ist mein Platz. Excuse me, gib mir ein Jahr, da passt es. She's bad, aber nicht gut. Gänsehose. Thank you.
Das ist halt Sand, das ist sauber und so. Genau. Vor allem verdienen die doch auch. Der Ion oder so, damit sie gar nichts mehr machen. Du suchst jedes Wochenende wieder. Das ist echt das Einzige, was ich wirklich nicht essen kann. Ja, ich auch wieder will.하니는 감각이 없었고 저 자기가 하니를 들으려고만 들었는데 Guten Hunger, gell? Das ist voll der Profi. Wenn du so durch. Die hat es ja nur geschafft. Die hat also Vätermission und sagen, die hat es nur geschafft, weil ihr Bruder ist ja schon hart lange in der Musikindustrie. Nehmen? Bitte, das gehört allen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Und so Schokocreme und das oben ist so Karamell. Ich habe gemerkt, hier in Berlin, so, du siehst so Café sitzen, aber gegenüber auf der Straße ist alles voll. Und Oh mein Gott, wie du heavy. Wo ist der Mond? Ah.
total lecker. Das ist eine Insta-Story. Hanna! Hallo, hallo Leute, was geht? I am back. Es ist der 28. Juli und es kommt mal wieder ein Live-Update. Ich glaube, so am Anfang des Monats war ich noch ziemlich in dieser Downer-Energie von Juni drin. Also ich war sehr viel zu Hause und bin irgendwie gar nicht hochgekommen. Jetzt so rückblickend gesehen, glaube ich actually wirklich, dass das noch so eine Nachwirkung von Corona war. Also weil ich mich wirklich so schlapp gefühlt habe und mir ging es an sich psychisch jetzt nicht so mega scheiße. Also ich hatte schon viel Overthinking und bla. Aber es war jetzt nicht so mega schlimm und es hat die ganze Zeit geregnet und ja, I don't know, so dieser Vibe. Aber so der Rest von dem Monat war sehr produktiv. Also ich war gefühlt eigentlich nur unterwegs. Ich habe die ganze Zeit tätowiert und sonst mich halt echt viel mit Freunden getroffen, viel draußen gewesen und aber dadurch eigentlich fast gar keine Me-Time gehabt, also auch echt sehr selten spazieren gewesen und irgendwie so mich recharged. Das habe ich auch, ja, so die letzte Zeit gemerkt, dass ich ein bisschen ausgelaugt bin. Ja, aber ich glaube, ich bin wieder auf dem, oder ja, ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Weg der Besserung. So krass, wie laut das ist. Digga. Ja, genau. Aber ansonsten finde ich, ist der Juli eigentlich ein guter Monat jetzt gewesen. Halt irgendwie echt viel Stress. Also sehr stressig, sehr viel. Aber auch sehr viel gemacht, sehr produktiv. Und ja. Also das ist jetzt wahrscheinlich erstmal das letzte Video. Also nach diesem Video kommt noch ein Video übers Festival. Ich fahre in einer Woche auf die Modem. Das ist so ein Psytrance-Festival. Das wird geil. Ich freue mich schon sehr. Und auch auf den Content. Genau. Und nach diesem Festival-Video kommt dann erstmal nichts bis Oktober, weil ich wieder nach Peru fliege. Und da wird auch sehr, sehr viel Video-Content kommen, hoffentlich. Also ich hoffe, dass ich viel filmen kann.
Aber ja, für die, die es noch nicht wissen, ich fliege dahin, um an einem Ayahuasca-Retreat teilzunehmen. Und ich bin 6 Wochen lang dort. Also zuerst bin ich im Dschungel, da Ayahuasca, und danach bin ich noch dort Urlaub machen am Meer. Ja, genau. Ach, ich freue mich schon so, das ist so toll. Und also ich war letztes Jahr schon dort und weiß schon, was auf mich zukommt. Und ach ja, es wird einfach mega schön. Auch sehr anstrengend. Safe, sehr anstrengend. Ich freue mich. Und ich liebe es auch einfach, mich so herauszufordern und in meine Ängste reinzugehen und mich weiterzuentwickeln. Und ja, die Videos kommen halt dann erst im Oktober. Also ich komme im Oktober wieder. Und dann dürft ihr euch auf eine ganz andere Welt freuen. Ich wollte eigentlich letztes Jahr schon das alles dokumentieren, aber es war dann einfach alles viel zu viel und viel zu anstrengend und ich musste das einfach für mich alles erfahren. Aber ich glaube, dieses Jahr kann ich euch da mitnehmen. Ich war schon lange nicht mehr hier, habe ich das Gefühl. Zumindest nicht so lange. Also ist auch ein paar Mal so oder öfter so, dass ich hier immer nur kurz durchgehe. Aber meistens bin ich hier schon so eine Stunde. Oh, Schmetterlinge, ui. Boah, es werden so krasse Aufnahmen kommen aus Peru von Tieren. Ihr wisst nicht, Alter, es werden allgemein so schöne Aufnahmen kommen. Ich freue mich schon so. Es wird so toll. Ich muss mich hinsetzen. Digga, ich bin die letzten Tage so viel Fahrrad gefahren. Und ich glaube, ich bekomme so einen harten Muskelkater. Gut, dass du eine Bon gießt. Uiuiui. Boah, ich fühle mich wie so mal oben. Jetzt passieren so viele geile Sachen einfach. Schlag auf Schlag. Okay, Leute, dann wünsche ich euch tolle 2 Monate und dann sehen wir uns wieder, ihr Süßen. Tschüssi! Sieht so verwahrlost aus.